Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Donkey Kong Country 2. Ja, Papageienabsturz. Und ich habe auch ein kleines Anliegen, was ich in diesem Video mit euch besprechen möchte. Fliegt gerade so eine Fliege rum, die möchte ich gerade am liebsten... nein. Keine Gewalt, die lassen wir im Spiel raus. Gut, Papageienabsturz. Ja, Mann! Wir sind wieder in der Honigwelt. So. Ich habe ein kleines Anliegen, beziehungsweise etwas, was ich loswerden möchte. Oh, direkt am Anfang die DK-Münze. Und zwar... Ja, also... Es sieht so aus, als ob ich von den Stats her irgendwie niemanden mit diesem Let's Play unterhalte. Klar, es gibt so ein paar Klicks oder Handvoll Klicks, mal mehr, mal weniger. Aber so anhand der Watchtime habe ich halt gesehen, dass das wohl irgendwie... Manche Parts guckt niemand zu Ende. Und ihr wisst ja, dass mein Leitsatz immer schon war, solange ich nur eine Person damit unterhalte, mache ich weiter. Hier scheine ich leider niemanden zu unterhalten gefühlt. Also zumindest mit den späteren Parts, besonders jetzt in letzter Zeit irgendwie. Ja, was mache ich jetzt? Ich möchte es natürlich auch nicht abbrechen, weil ganz ehrlich... Ich wollte schon länger davon weg, ständig Projekte abzubrechen. Das habe ich viel zu oft gemacht. Aber ja, irgendwie denke ich mir halt auch, wenn es so gar keinen hier interessiert, ne, also, ne, dann verschwende ich ja auch eure Zeit damit. Ach ja, super, Diddy. Ne? So, und ja, ich habe jetzt halt beschlossen, auch wenn es hier gefühlt kein Schwein mehr interessiert, aua, dass ich es zumindest so machen werde, dass ich das Spiel normal beende, aber keine 102% mehr. Ich sag's mal so, so habe ich das Let's Play wenigstens beendet, ohne es abzubrechen. Und sollte es irgendwie doch dazu kommen, dass das Interesse wieder von euch geweckt wird, dann... dann kann ich ja irgendwann später immer noch die 102% nachholen. Aber aktuell sieht es halt so aus, als ob es sich für euch nicht lohnt. Mir ist das scheißegal, aber wenn es halt so wirklich niemand zu Ende guckt, ihr wisst, mein Grundsatz, das Thema hatten wir ja gerade. Aber kann ja auch jeder gucken, was er will. Wenn ihr keinen Bock auf Donkey Kong habt, dann ist das halt so. Ich habe sowieso das Gefühl, deswegen habe ich auch mal auf Twitter eine Umfrage gehabt, dass heutzutage Retro-Spiele grundsätzlich weniger geguckt werden. Ein bisschen dachte ich ja auch erst, dass es daran liegt, dass ich in letzter Zeit viel Shorts raushaue, um so ein bisschen mal, ja, einfach so wieder mal ein bisschen die... Gewässer zu testen, wie man so schön sagt. Oder sagt man das so, die Gewässer zu testen? Ich hab gar keine Ahnung. Aber... Ja, da war es dann halt auch so, klar, die Shorts, die kriegen dann je nach Algorithmus, je nachdem, wie der Algorithmus gerade drauf ist, die werden ja so zufällig verteilt im Shorts-Player. Und da ist es halt auch so, dass man dann... teilweise wirklich tausende Views hat. Dachte ich auch so, WTF. Und dadurch habe ich jetzt das erste Mal seit Jahren wieder Wachstum auf... Also ich hätte doch wohl von vorne in den reinrollen können, du. Nein, ganz ruhig. So, wo war ich? Shorts. Also, mein klar, da kommen teilweise tausende Views und Bewertung auch jede Menge. Und dadurch habe ich wirklich das erste Mal seit Jahren wieder Wachstum auf meinem Kanal gehabt, auch was die Abo-Zahlen angeht. Auch wenn ich mich manchmal so frage, Shorts ist jetzt nicht das, was ich dauerhaft machen möchte. Vielleicht hier und da mal so ein Haufen. Und ja, also
Ich habe es eigentlich bemerkt, zumindest bei den aktuelleren Games, da kommen jetzt schon zumindest ein paar Klicks mehr. Dying Light, das war ja auch vorher fast tot, außer Stevie und Lurchi guckt das ja irgendwie gefühlt niemand zu Ende. Und sag mal, ich wollte, ach nee, kann sich auf den Honig nicht, so. Und das Ding ist, ja, es bringt schon ein kleines bisschen was bei aktuelleren Games, das habe ich gemerkt. Aber so Retro deswegen halt, ne? Also, ich werde es jetzt, wie gesagt, um das Thema jetzt mal zu Ende zu bringen, auch wenn ich es schon erwähnt habe, Donkey Kong Country 2 jetzt erstmal ohne die 102% beenden. Und wenn ihr da sagt, hey, wir wollen es doch komplett sehen und ich merke das auch, dass das nicht nur ein Kommentar ist, ne, weil klicken und Kommentar schreiben, das alleine zeigt ja nicht, dass man irgendwie Interesse hat, weil ich kann jetzt auch auf ein Video von irgendeinem YouTuber gehen, weiß ich nicht. Zum Beispiel, ich habe bis heute nicht, welches LP war es? Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall war es ein Video von einem YouTuber, den ich eigentlich gerne gucke. Und wenn ich da jetzt einfach nur kurz anklicke, meine Bewertung abgebe und dann schreibe, ja, Mann, gerne mehr davon. Ne? Gut, bei größeren YouTubern fällt das vielleicht nicht so auf. Aber wenn das bei so kleinen wie mir passiert, beziehungsweise so YouTubern, die nur sehr wenige Aufrufe bekommen, ne? Da merkt man das halt sehr schnell an der Statistik, wenn es kein Schwein juckt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich hier richtig ausdrücke. Ich habe ja aber meine Wortfindungsprobleme und seit der Sepsis sowieso. Ach nee, ich darf ja nicht mehr erwähnen, dass ich eine Sepsis hatte, die ich so knapp überlebt habe. Da hat sich ja auch schon irgend so ein dahergelaufener Hansel drüber aufgeregt. Was willst du mich ver... Nicht mein Tag heute. Fand ich sowieso lustig, als ob ich damit Entschuldigungen suchen würde. Naja. Was auch immer er getrunken hat, hätte er mit mir zusammengetrunken oder ich weiß nicht, hätte er mir was abgegeben, dann hätten wir beide was davon gehabt. Ja, manchmal bin ich ein Arsch. Nein, also. Ach ja, was dann Teil 3 angeht, auch wenn es jetzt so aussieht, vielleicht werde ich mich wirklich in Zukunft eher auf modernere Games stürzen und Retro vielleicht mal für besondere Sachen wie für ein Neulich oder irgendwas. Teil 3, den werde ich noch machen, weil ich den ja quasi auch noch angekündigt habe, aber den habe ich ja von vornherein schon als normalen Any%-Run angegeben. Vielleicht mache ich mir da auch viel zu viel Gedanken. Vielleicht bauen die Statistiken auch manchmal Mist. Aber es sieht ja komisch aus. Wenn ich, manchmal bitte ich Scarlett, hier machst du mal ein Control-View. Also Control-Klick, ob alles okay ist, aber durchlaufen lassen. Manchmal gucke ich auch selber. Und wenn dann halt nur dieser Kontrollaufruf da ist und man dann in Studio die volle Watchtime sieht, ist klar, ne? Aber wenn man danach sieht, es haben noch welche angeklickt und die Watchtime, die sinkt dann halt sehr extrem, dann sieht man halt, okay, hat keiner geguckt, ne? Also deswegen meinte ich auch, bei YouTubern mit wenig Aufrufen erkennt man das leichter als bei so großen. Ja, super. Ich bin mal wieder viel zu nervös. Und so hebelig. Leute, ich halte mich den ganzen Part schon nur in diesem verdammten Level auf. Aber ich bin ja jetzt losgeworden, was ich loswerden wollte. Wird wahrscheinlich auch der erste gerade wieder... Oh Gott, verdammter... Es wird wahrscheinlich der erste gerade wieder irgendwie darüber nachdenken, die Tasten zu hauen. Ja, dann ändere die Videos doch mal und mache dies und das, anstatt was zu hier, ne? Dann gucken sie vielleicht mehr, aber das ist auch so eine Sache. Ich werde meine Videos auch weiterhin so gestalten, wie ich will.
Ich will ja auf meine Weise unterhalten können und nicht so, wie man mich am liebsten hätte. Ist halt klar, also wenn ich sehe, dass sowas so null ankommt, ne? Ja, irgendwie wird mir jemand wieder... Ach Gott, was rege ich mich gerade überhaupt auf? Nee, aber... Ich sag so oft aber und so, ich weiß auch. Also... Auf jeden Fall denke ich, dass das halt das Beste für alles ist. Das Beste für alle ist, wenn ich das so mache. Und jetzt versuche ich doch mal, konzentriere ich mich mehr aufs Game selber. Wäre vielleicht... Ja, aber ich habe ja schon auch immer gesagt, ich möchte die Emotionen, die ich so beim Zocken erlebe, mit anderen teilen. So auf meine Weise, wie ich es erlebe. Deswegen möchte ich meinen Stil auch beibehalten. Mist. Okay, seien wir mal ehrlich, Donkey Kong Country 2 ist auch so ein Spiel, das bestimmt so Gefühl von jedem, der auch nur einmal ein Retro-Let's Play gemacht hat, Let's Played wurde. Alter, wieso? Durch ähnlich große Lücken kam ich ohne Probleme durch. Okay, Leute. Ab jetzt werde ich schneiden. Wenn ich jetzt nochmal so beschissen durchkomme. Meine Fresse, ey. Der Level ist nicht schwer. Moment mal, können wir noch? Nein, das war ein saudummer Fehler. Mein Opa hat sowieso immer gesagt, es gibt Dumme und Saudumme. Und das gerade war saudumm. Okay, die Lücke war sogar ein kleines bisschen größer. Muss ich halt ein bisschen genauer durchkommen. Vielleicht auch mal zumindest so tun, als versuche ich da durchzukommen und... Alter. Was mache ich hier? Ja. Gut. Wir haben ja noch nicht genug Leben. Ja gut, wir haben einige hier verloren, aber... Okay, ich glaube, jetzt habe ich das Timing. Also die Lücke ist nicht viel kleiner, aber sie ist tatsächlich kleiner. Wenn man hier nach oben drückt... Ja, super. Genau das. Dann geht man langsamer durch und drückt man nach unten, geht der Papagei schneller durch. Künk! Die werden ja auch schneller, dürfen die das? Ah! Knapp das Leben verpasst. Wahrscheinlich wäre ich da an dem Bananen... an dem Bananenfass, wollte ich schon sagen. Da, wo die Banane abgebildet war, war bestimmt ein Fass oder so, was mich da hochgeschossen hätte. Okay. Dann beenden wir mal den Mecker-Onkel-Part jetzt. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part in alter Frische wieder. Haut rein!